Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Nicht wundern, wenn ich so ein bisschen ja, müde wirke. Es ist früh. Wir machen mal eine Session morgens, weil es ist abends einfach zu warm. Bei uns kommt dann halt die Sonne einfach rum und dann schwitzt man hier am PC. Das ist natürlich nicht so schön. Und ohne zwei Kaffee bin ich morgens nicht zu gebrauchen und ich bin erst bei Kaffee 2. Wer hackt denn hier schon Holz? Ich habe ja nur ein bisschen noch den Rundlauf weiter gehabt. Ah ja, wir haben so einen Rundlauf gebastelt und da ist ja noch was. Damit. Ja, die Idee ist ganz einfach, wenn die Zombies ins Haus kommen, überballern wir sie hier vor diesem Rundlauf. Falls sie unter einem sind, kann man schnell rumlaufen, zack, und dann halt von der anderen Seite töten. Einfach und effektiv. Wir haben ja immer noch das Problem, wir haben hier direkt kein Wasser, was so ein bisschen blöd ist. Aber wir sind jetzt beide so weit, dass wir den Händler aufsuchen müssen. Und genau das machen wir jetzt, in der Hoffnung, auf dem Weg dahin Wasser zu finden. Genau. Und alles, was wir dort schon unterwegs finden, an Gegenständen oder so, wird untersucht und mitgenommen. Ah, wir haben noch keine Taschenlampe. Du hast die Tür nicht hinter dir zugemacht. Ach, das ist nicht so wichtig. Junge. Ich bin in ein Zelt geboren, ja, oder aufgewachsen. Wir hatten damals kein Haus. Genau, der gibt mir recht. So klinge ich, wenn ich keinen Kaffee morgens kriege. Also, wenn ihr euch wundert, wo der Zombie ist, wenn man ihn nicht sieht, das war Heinrich. Geradezu ist auch noch ein Gebäude, ne? Ist das schon der Händler? Aber ja, da ist ein Gebäude. Das ist unser Standardhaus sozusagen. Können wir mal kurz reinschauen? Warum klar, der Händler macht hier sowieso erst um 9 Uhr. Ja, stimmt. Also sogar in der Zombie-Apokalypse haben die Händler Arbeitszeiten. Das ist ja zum Kotzen. So. Also hier gibt es eine kaputte Schmiede. Durch die Fenster spähen. Mach auf da die Büchse. Sesam, öffne dich. Geh rein. Zack. Ach ja, erstmal durchsuchen. So, die erste Vertreppe habe ich schon mal. Ja, guck mal im Klo, da sind sie nämlich gerne. Und erschrecken mich. Überraschung. Ah, hier oben sind noch zwei. Klo ist keiner. Achtung, Treppe. Einer ist auf die Treppe, hinter dir runtergeglitscht. Ah, ja, ich sehe ihn. Ah. Er geht raus. Das ist gut, der mag uns wohl nicht. Ich treffe die nicht. Dafür aber jetzt passend getroffen. Jetzt geht da draußen die Treppe wieder hoch. Oder wolltest du zumindest? Macht er gar nichts mehr. Hey, Dosen kann man nochmal aufheben. Das kann man noch gebrauchen. Nicht, solange wir noch keinen Kochtopf haben, nämlich. Was zu trinken gefunden? Ja, eine Flasche. Wow. Sind schon durch? Ja.
Also oben meine gefüllte Flasche und zwei leere. Ja, nur Dosen gefunden. Dosen habe ich auch, da schleppe ich 12 Stück mit mir rum. Ja, das ist schön. Ich habe gerade Info gekriegt wegen diesem Journal, wegen Thema Wasser. Ja, ich brauche Wasser. Na komm. Oh, ich glaube, wir dürfen durch das Kackgebiet. Das Minengebiet oder was? Aha. Das ist bei uns verpönt, das Gebiet. Das hassen wir. Dieses atomar verseuchte. Ja, verseucht ist es zwar nicht. Wir kriegen zwar keinen Seuchenschaden, aber überall liegen Minen. Man kann diese komischen Nivea-Dosen hier quasi finden. Oder Kochtöpfe oder sonst irgendwas. Wenn das auf dem Boden liegt, dann sind das quasi Minen. Und wenn man mal eilig durchlaufen muss, weil ein Hund einen verfolgt, weil in diesem Gebiet sind auch Hunde, dann übersieht man manchmal diese Minen und ja, man hat seinen Spaß. Aber das Gute ist, Zombies können auch reinlaufen in die Minen, das ist auch ganz nett. Das heißt, wir laufen hier zwar durch, müssen dabei aber wirklich, wirklich aufmerksam sein, auch was die Präsenz von Hunden angeht. Und das war jetzt mal ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man in eine Mine rennt. Punisher hat das, der gute Heinrich hat das direkt einmal gemacht. Ich wollte das euch mal zeigen, wie das ausschaut. Oh, und mir ist es auch gerade fast passiert, weil hier ist so eine schöne Reihe von drei wunderschönen... Ja. Hat sich schon einen Schlafsack gebaut? Ja, hatte ich. Ja. Ich hatte dir gesagt, bau einen Schlafsack oder leg deinen Schlafsack. Yeah, hab ich ja gebaut letztes Mal. Erscheine auf dem Bett. Lala. Ich lebe wieder. Wir haben keinen Loot. Ja, Nachteil ist jetzt, unsere maximale Ausdauer und Lebensenergie ist jetzt um 10% gesunken oder um 10 Punkte. Ach ja. Und jetzt beginnt das Spiel. Suche deine Leiche. Da ich nicht markiert sehe, aber oh, ich kann das hier jetzt nutzen, um ein bisschen Metall zu ernten. Aber das Gute, wir sind nicht mehr verseucht. Und brauchen keinen Honig oder Antibiotika, um wieder gesund zu werden. Ja, ich kümmere mich um euch Zombies, wenn ich wieder meine Waffen habe. Obwohl, so richtig Waffen hatte ich ja auch nicht. Dann nutze ich die Zeit und kümmere mich um Metall. Ja, Metall können wir auch gebrauchen. Können wir vielleicht sogar schon später eine kleine Schmiede oder so bauen? Oh, das ist eine Mine. Also man kann auch, wenn man weiß, wo eine Mine ist, ne, und verfolgt wird, kann man auch da die Zombies reinlaufen lassen oder die Hunde. Es gibt ja nur zwei Gebiete, oder? Wo Hunde vorkommen? Ja, das ist einmal das und in diesem Steppengebiet, da dann aber mehr in der Stadt, da in diesen Westernhäusern. Da tauchen die noch häufiger mal auf. Kaffee zum Wachwerden? Ja. Ja, meine stöhnenden Freunde, alles gut. Ich lauf nur vorbei. Achso, ich habe für dich so ein Scrap Gloves Schematic gefunden. Schematic. Also Alteisenhandschuhe. Sag das doch gleich. So, ich bin wieder im Gebiet. Ich sehe meinen Rucksack schon da hinten. Da kommt mir schon eine schöne Frau entgegen. Hm? Ne, es bist nicht du. Aber ich sehe dich. Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Warte, ich komme zu dir. Ich traue mich nicht, die ist hinter mir. Ah, ich komme schon. Mach mal, ich muss mich mal ganz kurz organisieren. Ja. Verfaultes Mädchen. Und die hat
eine Dose Fong dabei zu essen. Okay. Also ich kann weitergehen. Du kannst weitergehen? Mhm. Okay, pass auf deine Füße auf. Ja, diesmal passe ich wirklich auf. Ich habe vorher eigentlich auch schon aufgepasst. Ich habe nur was übersehen. Oh, da ist ein Vogel. Auf den Straßen sind ja Gott sei Dank nie Minen. Ja, wir laufen aber leider nicht auf der Straße lang. Das können wir vielleicht auf dem Rückweg machen. Das Gebiet so ein bisschen umgehen. Mhm. Ich bin nochmal gespannt. Wir testen gerade über Steam. Wir haben nur gestern oder letztes Mal mit TeamSpeak aufgenommen. Und heute machen wir das halt mal über Steam. Gibt mir die neue Sprachmöglichkeit über Steam. Oh, zwei Vögel, fuck. Ja, zwei Vögel ist fuck. Fuck. Ey, der eine hat mich schon. Du kleine Drecksau. Schon wieder infiziert? Nee, aber ich hab den auf den einen geschossen und der andere greift mich an. Aua. Aua. Mistsack. Also man kann sie im Nahkampf auch schlagen, wenn sie ankommen. Geht ganz gut. Ach, einen hast du schon, ja? Ja. Er kommt zu dir. Pass auf, pass auf, pass auf. Danke. Nee, komm, bleib mal schön hier, mein Freund. Komm her. Da kommt er schon wieder. Dieser Truthahn, ey. Dann ist tot. Hast du? Ja. Gut, dann hole ich mir noch ein bisschen Eisen. Puh. Ich habe auf jeden Fall gut Federn gemacht. Bewege mich langsam wieder weiter. Das Fiese an diesen Radkappen ist, dass die auch echt teilweise richtig schlecht zu sehen im Boden sind. Da muss man wirklich ganz, ganz tierisch aufpassen. Ja, vor allem, wenn sie hinter so ein Gebüsch kommen. Nichts ahnt. Ja. Zack, um, weg. Mal links Banker und geradeaus eine Stripperin. Oh, hast du vielleicht Antibiotika? Ja. So, als Stripperin? Stopp mal. Hinter dir! Schön. Ich sag's und... Superin hat übrigens keine Antibiotika dabei. Nur Schmerzmittel. Na gut, die sind ja, kann man ja auch gebrauchen. Aber dann Bonus hat man, kriegt man immer so viel Durst. Ich glaube, der hat mich. Oh, vorne und? Oh, oh. Nach links einen Bogen. Und witzigerweise ist da jetzt tatsächlich Wasser. Ja, Seuchenwasser, schön. Und so wie es aussieht, ist der Händler auf der anderen Seite dieses Gewässers. Toll. Hm. Was wir jetzt natürlich machen können, wir können hier an dem Wasser entlang laufen. Nach rechts oder links. Ist ein Krater. Und ja. Da sehe ich zum Beispiel vorne eine Stadt und ich sehe ein Haus, das da alleine steht. Nach Südwesten. Das sieht auch wieder nach solchem Gebiet aus, oder Wüste oder so, ne? Also das Haus selber scheint im Grünen zu stehen. So ach, da links aussieht. Meinst du? Ja. Also, ist ein Vorschlag. Radkappe, Radkappe, Radkappe. Oh, 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 oh. Ja, wir standen genau dazwischen. Ja, da. Schieß mal drauf, damit die Leute das sehen. Okay, ist doch wohl keine... So eine Radkappe. Egal, wir müssen es ja nicht ausprobieren, indem wir drauflatschen, oder? Nee, drauflatschen auf keinen Fall. Das ist dadurch, dass wir jetzt hier am Wasser sind und doch ein Hund, falls doch ein Hund der Meinung ist, uns attackieren zu müssen, können wir ganz schnell ins Wasser laufen. Da sind wir dann relativ
Ja, die sind nicht wasserscheu, aber die können halt sich schlecht bewegen. Da ist schon wieder so eine Radkappe, ich traue denen nicht. Man kann auch selber später Minen bauen, aber das Schwarzpulver war mir bisher immer zu teuer dafür. Außerdem bringt uns das auch nicht mehr als... Oh, Hund, Hund, Wasser, Wasser, Wasser! Geh mal. Oh, oh Scheiße. Er ist hinter dir. Er greift dich an. Ja. Danke. Dass du mir das auch sagst. Ich verblute gerade. Bitte. Jetzt ist er hinter mir, ja. Hab ihn gekillt. Wasser war noch zu niedrig. Ja, lass mal so über das Wasser gehen. Oder nee, er hört das Seuchengebiet ja auch auf der linken Seite. Also, ich stehe. Schwimmer halt mal ein bisschen. Ja, Schwimmen in diesem Spiel gibt es quasi nicht. Man geht im Wasser. Ich bin gerade fast gestorben. Ja, die Hunde sind schnell, das ist halt das Ätzende. Bist du verseucht? Jo. Dann habe ich hier gerade eine Stripperin. Ich guck mal nach, ob die was hat. Komm, das war doch ein schöner Halsschuss. Nee, aber die zittert noch. So. Hier warst du schon. Boah, ich sehe, da vorne schon wieder einen Köter. Also ab ins Wasser. Wo hast du den denn gesehen? War da irgendwie. Sehe ich ihn auch nicht mehr. Oh, noch ein Schluck Kaffee. Ah, doch, da. Ach, jetzt sehe ich noch am Baum da. Hm, links vom Baum. Drecksvieh. Geht jetzt ein bisschen parallel zu uns, ne? Mhm. Ah, geh viel zurück. Okay. Braver Hund. Echt fies, wenn die Minen oder die, wenn die Steine oder Nester auch Minen sein könnten. Boah, das wäre. Das sieht aber richtig nach einer großen Stadt aus. Hey, ja. Skaterboy. Guck mal, das ist mein Boomstick. Nägel hat er dabei gehabt, sehr nett. Ist überhaupt der Händler? Ach ja, da hinten. Müssen wir wieder ins Scheißgebiet rein. Wenn wir gerade am Wasser waren, ne? Ich habe keine, ich habe die Behältnisse nicht aufgefüllt. Warte, ich hab Dosen. Ich habe Glas. Ich habe auch Dosen. Das war gleich, bevor ich es vergesse. Wunderschön Seuchenwasser. Yeah. Ah, das ist doof. Zack und zack, zack. Gammelwasser. Ich bin überhitzt. Das ist so schlecht, würde ich sagen. Dann machen wir uns mal ein bisschen nackig. Du rennst zum Haus? Jo. Ich renn trotzdem weiter zum Händler. Ach, ich komm mit. Ich brauch Wasser.
Also 3 Flaschen Wasser habe ich noch. Scheiße. Hier ist ein Wolf. Fuck. Mach einen Abgang. Alter, gibt's doch nicht. Wieso sterben wir hier immer? Wo ist der Wolf? Weiß nicht, der war hinter mir. Ah, da, ich sehe ihn immer noch. Der ist rechts von deinem Haupteingang. Einmal erwischt. Jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Er ist aber hinterm Haus. Rennt im Kreis. Ach. Zweimal erwischt. Jetzt habe ich. Gut, jetzt kommt er auf dich zu. Dreimal. Lebt noch. Immer. Auch einmal erwischt. Level up. Darfst du ihn schlachten, wenn du möchtest. Juhu! Einmal schlachten kostet aber Wasser, wenn du hast. Warst du schon drin? Nein, da kam der Wolf. Ich bin quasi an ihm vorbeigelaufen. Und hab ihn mitgebracht. Dann guck ich mal. Jetzt haben wir ein bisschen... Da bekommen ist doch auch in Ordnung. Wasser, das Wasser. Hab dir eine Flasche Wasser in die Kiste gepackt. Super. Aber hier ist alles irgendwie. Oh, hier, Schraubenschlüssel, 2 Stück. Oh, 2 Kochtöpfe. Gleich trinken. Ja, Wasser ist bei 55. Ich hab noch was zu essen, sehe ich gerade. Wie bin ich bei Essen? 32 ist ja viel nötiger. Ah, lecker Kaffee. So. Weiter nach hier im besseren Haus suchen oder weiterlaufen? Zum Händler. Weil das Haus war jetzt nicht so toll. Nee. Ist dieses Wasserding ist auch nicht so. Nee. Also wir suchen meistens immer irgendwelche Punkte, wo wir quasi von der Natur oder sagen wir mal hier von den Gegebenheiten schon immer irgendwie einen Vorteil haben. Also das heißt, entweder bauen wir in eine Burg, in den Berg rein oder ja, so eine Inselecke, whatever. Wir versuchen so ein bisschen Richtung Südwesten zu laufen. Weil ich finde, es ist erstmal wichtiger, dass wir eine anständige... Schon wieder Vogel! Dass wir erstmal eine anständige Behausung finden, bevor wir da zum Händler gehen. Ja gut, dann rennen wir nach Südwesten. Ich muss diesen scheiß Geier hier noch. Dann komm ich mal. Au! Zombie! Aua, 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 Hilfe! Hilfe! Bin ja schon Hilfe! Dabei! Kann ja nur auf einen schießen. Gehst du weg von mir? Ja. Du kleine Sau, du. Hat er mich erwischt? Aber ich bin nicht verseucht. Gut. Und jetzt esse ich doch irgendwas meiner gefundenen. Wie mein Fond, den esse ich jetzt. Ich bin jetzt wieder auf 18% runter. Geil. Oh, ich muss Pfeile machen. Ich habe nur noch 3 Stück. Ah, stimmt. Aber das geht noch, 37. Ich hatte nur noch 3, das ging nicht. Ja, Richtung Südwesten sind zumindest schon mal ein paar Berge. Ja, ich laufe mal Richtung Westen. Können wir uns doch mal ein bisschen. Ich sehe da vorne auf jeden Fall Wasser. Ja, Wasser ist ja eine Sache. Wir brauchen ja ein Dach über dem Kopf. Ja, aber heute muss anders Wasser. Und hier ist so ein kleines Bunkerchen. Ja, bin ich auch dran vorbei. Erdlochbunker. Und immer für Nester stehen bleiben. Wir brauchen noch Ewigkeiten diese Federn. Ach, ich höre schon wie so ein Scheißvogel.
Westen wollte ich. Nordwesten ist wieder dieses Scheißgebiet. Ah, ich sehe es. Im Südwesten ist das Gewässer, da ist ein bisschen Steppe. Da sind auch Berge und noch bin ich im Waldgebiet. Da sehe ich ein Haus im Steppengebiet. Das ist die Zelt. Na komm, wir willst noch einen? Noch einen? Und okay, ich da war daneben. Hirsch. Komm her, du Truthahn. Hoffen wir mal, dass du wenigstens Antibiotika dabei hast, Mädel. Geld. Wo ist jetzt mein Hirschmädel? Oh, da am Berg, da könnten interessante Häuser sein. Sehe ich hier schon vom Weiten. Ach, Gott sei Dank, der Hirsch. Ja, geil. Wir sind zwar im Steppengebiet, aber gut. Ich habe das Gefühl, die Stadt hinter uns da, in diesen SAS 2 oder die fangen in diesem verseuchten Gebiet an und gehen in diesen Steppengebiet über. Boah, ey, schon wieder ein Vogel? Ernsthaft? Wie viele Vögel gibt es hier bitte? Ich weiß es nicht, sehr viele, ne? Sehr viele. Oh, ein Bergarbeiter, hast du einen Helm für mich? Alter, scheiße. Oh, fuck. Hört sich nicht gut an. Mich doch alle am Arsch. Ja, ich habe nur noch 4 Leben. Lauf, Mathilde, lauf. Ich sehe gerade auf dem Bildschirm 3 Zombies und ein Vogel. Zombies? Ich glaube 3 waren es, oder? Ach nee, es könnte Müll sein da hinten. 2. Scheiße, die Tussi war noch nicht tot, die ist nur hingefallen. Also der Vogel ist schon mal tot. Stripperin tot. Ja, jetzt bin ich da. Toll. Jetzt nicht mal warten können. Ah, doch nicht mal ein Bergarbeiter hin, blöde. Böser Teil. Vogel, böser Vogel. Hatten wir bei der alten Basis irgendwas Wichtiges liegen lassen? Da haben wir eine ganze Menge, aber ich glaube, zur alten Basis kommt man durchs harmlose Gebiet. Also von daher können wir das dann so nach und nach herholen. Ja, hinter dir ist ein Reh. Oder Hirsch, whatever. Oh. Jetzt rennt er über die Straße, hat er dich gesehen. Ja. Der natürliche Weg. Läuft erstmal weg. Ich werde schon mal zum Haus gehen, ich kümmere mich ums Fleisch. Ja gut, dann jag mal. Ah, gut, hast du gehört? Ist auch tot. Und Mathilde mit ihrem Knochenmesser. Okay. Autsch, Kaktus.
Oh, die muss ich aufpassen. Ein Kaktus. Ja, hier ist ein Weg. Nimm am besten den Weg. Ja. Ein Kaktus kann mein Todesurteil sein. So, ich habe noch einen. Dann hole ich vielleicht noch mal ein bisschen Pflanzenfasern. Noch ein Hirsch gefunden. Oh. Dass ich mir hier einen neuen Schlafsack mache. Wo ist der hin? Bambi! Oh, hier ist ein totes Huhn! Es ist an einem Kaktus gestorben. Geil! Ja, die Zombies sterben ja auch an Kakteen oder verletzen sich dran. Verlieren ihre Beine oder so. Geil! Ja, voll geil, ich habe den Kaktus gerade einfach weggekloppt, so für Zucker. Und dann sah ich, was liegt denn da? Ein Huhn. Oh, der Bank hat 84 Dollar gehabt. Wow. Bin ich reich. Jetzt können wir essen gehen. Hier im Zombieland. Ich glaube, ich sehe, das Gebäude hat vielleicht einen Höhenvorteil. So, erstmal ein paar Yucca-Pflanzen futtern. Mich so ein bisschen hochheile wenigstens. Ja, wir brauchen Ausdauer. Und du störst mich jetzt schon. Da flog der Kopf weg. Oh, da können wir eine Treppe wegkloppen bei dem Haus. Oh nee, eine Schlange. Schlange! Hoffen. Hoffen. Ich höre die. Alles kein Problem, solange mich jetzt kein Zombie von hinten attackiert. Ich habe auch gerade die Schlange gehört. Die ist hier auf dem Weg. Schlange! Schlange tot. Scheiße, hat kein Fleisch gegeben. Hat irgendjemand so tot geknüppelt. Oh, da hinten ist schon wieder ein Reh. Hey. Was ist denn hier los? Soll ich das Haus mit dir auseinandernehmen? Genau, geh du zum Haus, ich geh zum Reh. Ja, oder so. Oh, und ich hab einen Wolf gehört. Aber wir haben ja ganz schön viele Zombies als Nachbarn. Der Höhenvorteil ist auch nur leicht, ne? Naja. Mahlzeit. Das ist der Touristenzombie, der macht immer Bäuerchen. Und das ist die dicke Mama. Ja. Das ist eine Cheerleaderin. Oh, schon wieder Vogel. Ich glaube, ihr seid ein Pärchen, oder? Schuss und er ist erledigt. Ich bin gut. Ja, über unser Haus dahinter sehe ich auch schon wieder einen Vogel. Ja gut, einen Vorteil haben sie, ne? Bringen immer viele Federn. 16 Schuss, ich muss ja welche machen. Zappel-Philipp. Boah, ist die an Pfeile fressen, ist unglaublich. Schade, dass man sie nicht so wie bei The Forest die Pfeile wieder rausziehen kann. Gerade der Dicke, der müsste auf richtig schön 50 Pfeile, naja, 50 jetzt nicht, aber einige Pfeile im Kopf haben. Oh, der hat gesessen. Man hört
Hiroshi. Ah, ich habe keinen Platz hier. Hiroshi ist nicht mehr da. Oh, eine Schaufel, die ist wichtig. Ah, ich habe Hirschi gefunden. Voll zwischen dem Gras. Ah, hier hat jemand seine Beine verloren. Das Haus ist schon so weit. Nein, ich bin immer noch vor der Haustür. Oh, okay. So, jetzt gehe ich erst rein. Oh Gott, hast du im Kaktus gelaufen? So, drin ist schon definitiv einer. Da ist ein Zombie auf mich runtergefallen. Ja, jetzt bist du im anderen Haus, ne? Aha. Ja, ich kann gleich Zeug mitbringen. Ja, kannst du von dort. Ich mach das hier, versuche hier zu sichern. Och, der steckt ja Schaden ein, ist ja unglaublich hier. Jetzt ist er tot. Oh, der hat Wasser dabei. Trinken. Trinken. Ja, oben ist jetzt leer. Wunderbar. Dann baue ich danach. Oh, Spiritus, den kann ich trinken. Dann kann ich ein bisschen länger laufen. Das stimmt. Fangen wir an, das Haus zu sichern. Ein Lagerfeuer sollte ich erstmal bauen. Okay, dann würde ich mich jetzt auf den Weg machen. Stein brauche ich. Ja, mach mal. Mach mal. Ich glaube, wir könnten hier erstmal einen Break machen. Weil das, was wir jetzt machen, ist ja wieder Standard quasi. Wir machen erstmal das Haus wieder zu, wie im ersten Tag auch. Mathilde kommt erstmal hierher. Das dauert ja auch wieder eine halbe Stunde, gefühlt. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break und dann sehen wir uns Tag 3. Oder? Jo. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ciao. Tschüssi.